Da willst du liegen, zur Pumpstation hin. Ja. Schau, dass alles passt, dass die Füllung alles passt. Hast du umgestellt, dass der Fenster was geht? Ich habe umgestellt, dass über die Zähne um ihn geht. Die Musa auch? Die Musa geht auch und die Vier einfach da auf. Ja, Dienstbeginn ist 7:30 Uhr, oder früh. Auf die Nachtschneiber gehen auf Turm. Wir haben zwei Partien, die Nacht die Kanonen betreuen und den Tag. Und die anderen vom Turm und oft kommt die andere Partie und geht wieder Kanonen überstellen. Kanonen ausschalten, wenn die Sonne kommt, wenn es warm wird, Kanonen einschalten. Und die Nacht ist wieder wechseln. Ich glaube, das bisschen Gerät davon ist an der Wiege gelegt. Der andere hat das Gefühl und der andere wird es nicht knien. Es will zwar viel von, aber es ist so einfach, wie es ausschaut, ist es der Wunde. Weil so viel Technik dahinter steckt, mit Fräse, Schilder und Binde, das wirklich nicht so einfach. Mittlerweile durch die kalten Temperaturen haben wir die ganze Priorität auch, sagen wir dazu, angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt fertig. Und dann jetzt die Kanonen auf die Pisten mit Priorität B und Priorität C. Und dazu nehmen wir wieder den Hubschrauber her, weil das einfach relativ schnell geht. Und sehr einfach ist, weil es dauert nur Kanone, gerade nur 3 Minuten, die von A nach B zu transportieren.